Freitagabend und damit Weserstrandzeit. Und wir schenken heute 60 Minuten der Literatur, der Kunst und einem ganz besonderen Gast, der mit seinem melancholischen Sound von Element of Crime auf jeden Fall mich immer berührt, aber viele andere natürlich auch. Und mit seinen starken Texten und den oft widersprüchlichen Figuren aus erfolgreichen Romanen wie Neue Fahr Süd, Wiener Straße oder jetzt dem aktuellen Glitterschnitter. Diese Figuren bewohnen mich oft wochenlang und ich freue mich, dass er heute Zeit hat für den Weserstrand. Sven Regner, herzlich willkommen. Lieber Herr Regner, Sie haben ja noch den Mantel an. Darf ich Ihnen den abnehmen oder soll der bleiben für unseren Weserstrand? Ja, ich fühle mich damit sicherer, ehrlich gesagt. Okay. Ich bin so ein Freak, ich musste mal so eine Jacke oder einen Mantel anhaben. Ja. Ist mir auch gerade eben erst eingefallen, habe ich schnell wieder angezogen. Okay, weil eben oben waren Sie ja ohne, ja, dann eben, ist jetzt der Schutzmantel ist da. Tut mir leid, ja, aber dass ich dich jetzt überrascht habe. So ist das halt. Ja, ja, ich hoffe natürlich, ja, dass das nochmal im Laufe des Abends häufiger passiert, dass wir uns gegenseitig überraschen. Sie sind auf jeden Fall der erste Gast, der, glaube ich, zum Weserstrand mit dem Fahrrad gekommen ist. Ja, das war, schien mir angebracht. Hätte sonst nicht gewusst, also mit der Straßenbahn, ich wusste nicht genau und dann habe ich gedacht, vielleicht mit einem Taxi, aber dann war ja das Fußballspiel, ja, und so, und dann habe ich gedacht, nee, dann ist das vielleicht schlauer, wenn man mit dem Fahrrad kommt. Ja, und hat ja auch immer was Schönes, wenn man mit Thal Oewer hier über die Fähre dann kommt. Oder sind Sie außenrum? Ich bin außenrum gefahren. Über die Wilhelm-Kaiser. Das war mir geheuer mit der Fähre, das war mir nicht geheuer. Also, ich kenne die nicht. Also. Moment. Also ob des Seegangs oder ob Sie Kleingeld haben für die Fähre oder was war Ihnen nicht geheuer? Wie oft die fährt, wie das so geht. Ich bin ja auch ein schüchterner Mensch. Wie geht das hier mit dem Kartenkauf und so? Man weiß es ja nicht. Und dann kommt man da rein, voll wie der Idiot. Haben Sie noch keine Karte? Hätten Sie da vorne am Automaten ziehen können? Kennt man doch alles. Hat man bei jeder Stadt, wenn man zum Busfahrer geht, da, und dann ist man gleich wieder irgendwie... Aber Sie sind doch Berlin erfahren, nach so vielen Jahren. Vor allem. Und Bremen auch erfahren. Ja, da könnte man doch sagen, da sind Sie jetzt abgehärtet, ja, aus der Hauptstadt. Bremen, bei der Bremer Straßenbahn AG kein Problem. Da kenne ich mich aus. Und bei der BVG in Berlin auch, aber bei der Fähre eben nicht. Okay. Ist mir jetzt neu, dass Sie so leicht zu verunsichern sind. Nein, ich bin nicht leicht zu verunsichern, ich bin nur schüchtern. Okay. Ich will mich mit den Leuten dann nicht unterhalten müssen, weil ich dann als Depp dastehe, weil ich nicht weiß, wie das geht. Gut. Obwohl es eigentlich ja gar nicht vorausgesetzt werden kann, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Damit wird man ja nicht geboren, dass man sowas weiß. Dass man weiß, wie man eine Fährkarte kauft, das stimmt. Da muss man eigentlich auch, muss der Fährmann ja eigentlich die Informationen parat haben und nicht Sie. Sie brauchen ja nur Kleingeld. Das sagen Sie so. Schauen wir mal. Wollen wir übers Lesen reden? Ja. Denn Lesen ist ja, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, wie zum Beispiel gerade Ihr aktuelles Glitterschnitte, ist das ja immer so ein kleiner, ja, Flucht, auch aus dem eigenen Alltag, den eigenen Sorgen vielleicht. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal eben das Mikrofon, wenn Sie sich an den Mantelkragen lehnen, ein bisschen wieder machen. Ja, okay. Da bin ich so ein bisschen eigen. Ja, sehr aufregend. Ja. Ich komme Ihnen auch nicht zu nah, Entschuldigung, ich wollte nur. Ja. Ja? Gut, ich kann die Hand da auch liegen lassen, wenn Ihnen das... So stark war es jetzt auch wieder. Ja, okay. Gut. Dass man dann, wenn man sich aus dem Alltag entfernt, sich vielleicht fragt als Autor wie Sie, Mensch, ich habe zuletzt ein Buch in der Hand gehabt, von dem habe ich mir gewünscht, ich, Sven Regner, das hätte ich selbst gern geschrieben. Gibt es sowas bei Ihnen? Oh ja, immer wieder, ganz viele. Wann zuletzt? Jetzt gerade, also jetzt, ich lese im Augenblick eins wieder, was ich schon vor vielen Jahren gelesen habe, das ist Pomona Queen von Kim Nunn. Das ist ein amerikanischer Autor, das hätte ich auch gern selber geschrieben, war aber nicht so. Und dann jetzt aber zum Beispiel auch Eva Menasse, Dunkelblumen, das ist ein ganz wahnsinnig tolles Buch. Und Sie sind das Wiederholungsleser. Kann man schon neidisch werden. Manchmal, bei manchen Büchern, manche Bücher lese ich öfter, ja, das stimmt. Und dann begegnen Sie sich anders in einem Alter, anderem Alter ist man ja in einer anderen Lebenssituation nochmal neu, auch in dem Buch? Ja, man hat ja auch viele Sachen, also Details auch vergessen oder überlesen. Mhm. Also bestimmte Sachen sind dann mehr und andere weniger aufgefallen. Beim ersten Mal hat man vielleicht mehr auf die Handlung geachtet oder viele Details nicht. Beim zweiten Mal kommt das, aber das ist nur bei bestimmten Büchern so, wo sich das speziell lohnt. Mhm. Wo man das Gefühl hat, man hat eigentlich noch nicht alles mitgenommen. Ja. Wie wenn man so ein Feld abgeerntet hat und dann geht man nochmal rüber, weil Mensch, man weiß, die Kartoffeln sind da noch. Die ganzen Maiskolben liegen da noch rum. Ja, das ist schön. Man erntet nochmal und man begegnet sich dann ja auch nochmal. Ist denn Lesen für Sie auch Selbstbegegnung? Wie meinen Sie das? Ja, wenn man sich mit einem Text auseinandersetzt, ist es ja auch immer etwas, was auch mit uns zu tun hat, nicht nur mit dem Autor.
Es kann ja was sein, was uns stärkt durch eine Selbsterkenntnis. Ja. Es kann uns ja vielleicht auch schwächen durch Selbstzweifel. Interessant ist halt, mit welchen Figuren man sich wie und warum, auf welche Weise identifizieren kann. Und das ist eben nicht davon abhängig, ob die dasselbe Geschlecht haben, dasselbe Alter, in derselben Zeit leben. Das ist gar nicht so wichtig, sondern dass man das Drama, was in diesen Leuten passiert und was mit ihnen passiert, dass man das irgendwie nachvollziehen kann. Was bei Aristoteles Jammern und Schaudern heißt, dass das Publikum, dass es darauf ankommt, dass man das als Publikum damit jammert und schaudert. Sozusagen. Also suchen wir uns selbst beim Lesen. Natürlich immer. Es geht ja immer darum, wie herrlich ist der Mensch eigentlich. Also was passiert zwischen Mensch und bei Roman? Es gibt ja ganz andere Sachen. Man liest ja auch andere Dinge. Ja. Sachbücher, Bedienungsanleitung, WhatsApp-Nachrichten. Genau. Aber bei Romanen geht es ja eigentlich tatsächlich, die Leute sagen immer, wovon handelt der Roman? Am Ende ist es eine schwer zu beantwortende Frage, weil es natürlich eigentlich immer um die konkreten Menschen geht, die man für diesen Roman Aber das wurden Sie hat. Doch jetzt gerade 100-mal gefragt. Sie sind ich habe immer gesagt, ich habe immer Glitterschnitter, worum geht's? Das umso Freaks Anfang der 80er Jahre. Ja, vielen Dank. Ach, das, schon wieder, Herr Regner. Ja, ganz genau. Das ist der Punkt. Das heißt, dass es eben oft auch sehr konkret ist im Roman. Es ist eben nicht darum, dass man nur Pappfiguren, die für Prinzipien stehen oder Ideen oder durch die Gegend schiebt und die dann sozusagen dann agieren lässt, weil sie dann so müssen, sondern dass man im Grunde genommen sich auf diese Figuren so einlässt, dass sie wirklich anfangen zu leben. Ja. Und einen auch selber auch als Autoren zu überraschen. Und als Leser dann, als Lesender kann man das dann nämlich auch haben, dass man überrascht wird von dem, was diese Leute tun. Und dass man verfolgen kann, was unter diesen, zwischen diesen Leuten passiert. Das ist das Entscheidende bei Romanen, glaube ich. Darauf kommt es an. Ja, das denke ich. In der schönen Literatur. Das glaube ich, ist. Und deshalb ist es eben, oft sagt man, ja, es ist ein Roman, der handelt von Berlin. So, das kann nicht sein, weil Berlin ist keine Person. Man kann keinen Roman über eine Stadt schreiben. Man kann über Roman über Menschen in dieser Stadt schreiben und was die da konkret auch tun. Aber das müssen immer auch konkrete Menschen sein. Wenn die da sind Sie ja sehr, sehr treu dann auch bei Ihren Figuren. Ja gut, das ist letztendlich, ich kann natürlich auch jedes Mal umbenennen oder so, das ist auch Quatsch, also das bringt ja nichts und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich das, was ich erzählen möchte an diesen eigentlich dramatischen, also von den dramatischen Seiten dieser Geschichte, dass ich das mit diesen Figuren nicht erzählen könnte, also warum soll ich mir neue ausdenken? Nein. Zumal ich die ja so gut kenne und dazu kommen ja auch immer noch mal. Ja, uns geht es ja als jetzt Leser ja auch so, es ist ja fast so ein bisschen so, als wenn man wie auf Freunde dann auch wartet. Immer wenn man wieder so ein Marvel-Comic liest und wieder der Hulk und der Iron Man und Spider-Man so, genau. Ja. Und aber auch, was auch wichtig ist, habe ich jetzt vergessen. Ich hatte eben noch Fällt Ihnen gleich wieder ein. Ich wollte nur gerade. Ja, die habe ich total vergessen. Also, sollen wir einen Augenblick schweigen? Nein, die kann so gut nicht gewesen sein, wenn ich es gleich wieder vergessen habe. Kommt vielleicht gleich wieder, aber mir ist gerade eingefallen, als Sie gesagt haben, ja, manchmal liest man auch was anderes. Weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber wenn man jetzt auf Geburtstage geht, die nicht mehr wie bei 25-Jährigen sind, sondern bei 40, 50 und manchmal auch 60-Jährigen ja schon, dann kriegen die oft keine Romane, sondern immer irgendwie Sachbücher oder Biografien geschenkt. Fällt Ihnen das eigentlich auch auf? Ich bin kaum auf Geburtstagen. Ich weiß auch nicht. Sie werden wenig eingeladen, oder? Oder ich gehe in der Regel nicht hin. Also, Ach so. Mir fällt auch auf, dass die Leute immer seltener ihre Geburtstage feiern. Ja. Also, früher waren die eifriger irgendwie. Ja. Ich selber mache das nicht mehr, seit ich 13 bin oder so. Sie feiern Ihren Geburtstag nicht mehr, wenn Ihr 13? Nein, ganz und gar nicht, nein. Und der Letzte hat Ihre Mutter ausgerichtet mit 13? Nein, das habe ich selber gemacht. Seit ich 15 bin vielleicht. Also ich habe am 1. Januar Geburtstag. Oh. Und das ist zum Beispiel zum Feiern generell, also entweder feiert man rein, ist das als übelst banal, weil es ist eine Silvesterparty. Und dann sind die Leute alle um kurz nach 12 weg. Und es ist auch eine Spaßbremserei, wenn man auf eine Silvesterparty geht und dann fällt ja irgendwann jemandem ein, nachdem alle so frohes neues Jahr und so, kurz Viertel nach 12 fällt dem Ach, der ein. Sven. Der hat ja Geburtstag und haben alle sofort ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht dran gedacht haben. Und weil sie keine Geschenke dabei haben. Stimmt. Und dann ist man so total die Spaßbremse. Ist ja furchtbar. Nein, mein Bruder hatte Silvestergeburtstag und das war auch immer ein furchtbar. Das ist doch Bullshit. Wollen wir hier stehen bleiben oder wollen wir uns hinsetzen? Wir setzen uns hin. Ja, was wollen Sie denn trinken? Ich hätte gerne ein Bier, bitte. Okay. Milchschaum wissen die den Roman schon gelesen haben, warum wir den hingestellt haben, ne? Ja, aber das ist das, was da, wo ich herkomme, Touristico heißt. Ja, also das ist, ich glaube, so ein Latte Macchiato Ableger. Und was ist aber an glaube, dem jetzt falsch? Weiß. Eigentlich muss das dunkle unten sein, oder? Ich habe keine. Ich glaube, wir haben schon zu lange geredet und das ist hochgestiegen. Also, das ist sehr stark. Wollen Sie denn vorgehen? Dann gehen Sie lieber vor, weil Sie kennen sich aus hier. Sie kennen den Weg. Aber es wäre ja höflicher, wenn man den Gast vorgehen lässt. Nein, das gehen Sie lieber vor. Sie haben das voll im Griff. Okay, alles klar, mache ich. Sven Regner ist unser Gast heute. Und zwei Bierchen. Ja, danke schön. Dankeschön.
als hätten Sie es gewusst. Vielen Dank. Praktisch, wenn einer gleich am Eingang steht und einem das Bier entgegenhält. Ja, und vor allen Dingen, als, wo man es gerade erst gesagt hat. Ja, das geht schnell. Ja, Prost. Mensch, so ein Zufall. Finde ich auch. Zum Wohl, liebe Weserstrandbesucher. Lesen Sie denn jedes Buch zu Ende oder brechen Sie auch mal ab? Ich breche auch Bücher ab. Ich denke, dass man, wenn man ein Buch... Es gibt einmal die Möglichkeit, ein Buch abzubrechen, weil man einfach nicht reinkommt. Ja. Jedes Buch hat verdient, dass man die ersten 50, 60 Seiten, wenn man das lesen will, dass man 50, 60 Seiten wartet. Das ist die Chance, das ist der Radius der Chance. Ja. Finde ich ja. Wenn man dann merkt, man kommt nicht rein, ist es nicht so geschrieben, dass es einem gefällt. Also, bei mir hat es viel mit dem literarischen Stil auch zu tun. Mhm. Wenn mir das nicht gefällt, wie das geschrieben ist, dann das ist also nicht so, dass es zum singenden, klingenden Bäumchen wird. Irgendwie, dann habe ich keine Lust mehr irgendwann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein Buch liest und das ist eigentlich ganz toll und man liest dann, weiß ich, 200 Seiten und dann kommen noch 300 und dann reißt so ein bisschen der Faden. Das finde ich aber nicht so schlimm. Ich finde es trotzdem. Dann überblättern Sie. Bitte? Dann überblättern Sie? Nein, dann höre ich auf. Das kann auch sein. Man kann Bücher auch aufhören. Also, aber das ist nicht schlimm, weil man ja diese 200 Seiten auch vielleicht durchaus viel Spaß gehabt hat. Das ist ja, heißt ja nicht, dass das ein schlechtes Buch ist oder so. Das heißt nur, dass man an einem bestimmten Punkt vielleicht nicht das Interesse nicht mehr reicht. Aber es ist schon besser, wenn ein Buch einen so weit fesselt, dass man nicht umhinkommt, das bis zum Ende zu lesen. Ist schon besser. Aber wir wissen das nicht. Also ich meine, man schreibt so einen Roman. Ich muss noch mal einmal. Ja, was ist das denn? Nein, ich muss. Das ist Ihr schöner Kram. Ja, ich will toll. Sie auch nicht. Der jetzt, ist auch toll, ne? Der ist toll, aber der ist zu hoch. Ich ziehe das jetzt aus. Das ist ja krass. Nein. Nicht, dass Sie sich unsicher fühlen. Das möchte ich auf keinen Fall. Es geht auch gar nicht, weil der Sender in der Innentasche ist. Sie müssen das nur ist, den linken Kragen ein bisschen runterklappen. Linken Kragen ein bisschen runter. Das wird spitz. Oh, das ganze Kabel kommt hier raus. Wahnsinn. Ja, das ist eine Spitzensache. Wo war ich stehen geblieben? Bücher. Ja, das ist letztendlich genau das Problem. Es ist eigentlich eine Zumutung, dass man einen Roman schreibt von ein paar hundert Seiten und von Leuten erwartet, dass sie sich wirklich das alles lesen. Also ist ja eigentlich, ehrlich gesagt Wunder, war das die Wunder, Reaktion unseres Produzenten heute, der gesagt hat, boah, ist das Buch dick, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, das ist aber das auch ist doch enttäuschend als Autor für Sie, wenn Sie sowas hören würden. Nein, wieso? Wenn er das von vornherein glaubt, ist es ja in Ordnung. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber wenn man so ein Buch anfängt und das macht Spaß und man bleibt dann da drin, weil das spannend ist oder so, dann ist es ja gut. Dann hat man, und das will man ja erreichen. Und deshalb ist man natürlich irgendwie auch beim Schreiben eines Romans auch sein erster Leser und auch der kritischste eigentlich, weil man einfach gucken muss, auch bei einem selber, reißt der Faden. Mhm. Also man merkt das beim Schreiben eines Romans. Also das ist Ihr Seismograf, um zu merken, bin ich auf der richtigen Spur für mich. Als erstes müssen Sie sich ja selbst gegenüber verpflichten. Ja, wenn ich mich beim Schreiben langweile, dann ist ganz klar, dann würde sich jemand, der das dann liest, natürlich noch viel mehr langweilen. Mhm. Ja, wenn sich Sven Regner schon langweilt, dann ist nein, ich meine, man denkt sich den ganzen Kram aus und dann fängt man an so, das gibt es ja auch, dass man diesen Impuls, Dinge abzuarbeiten beim Schreiben. Das ist ganz falsch, weil man dann, das macht keinen Spaß und wenn es beim Schreiben keinen Spaß macht, dann macht es beim Lesen auch keinen Spaß. Das und dann, ist wie so eine Pflichtübung in einer Beziehung beim Sex, wenn man denkt, das muss man jetzt mal abarbeiten. Das wird mir jetzt zu schlüpfrig, aber das, so genau wollte ich das nicht wissen, Frau Schäfer. Ich spreche jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung, aber das klang eben so, das muss man mal erledigen. Das wäre ja furchtbar, wenn man so als Kreativer an seine eigenen Texte herangeht. Nein, dann ist es ja so, dass man, dass ein Roman hat ja einen Aufbau und hat eine Handlung auch. Und natürlich ist man dann versucht, alle Aspekte davon auch zu erzählen und so. Dann kommt aber dann den Punkt, wo man feststellt, ein bestimmter Aspekt ist gar nicht so interessant. Mhm. Dann kann man sagen, muss aber trotzdem erzählt werden. Und dann wird's zäh. Das sollte man dann nicht machen. Sollte man sagen, nee, jetzt dann mal lieber... Und da sind Sie Ihr eigener Zensor, da sind Sie auch sehr streng dann. Ja, natürlich, das ist ja letztendlich das Entscheidende bei jeder Kunst, dass man selber ein Gefühl dafür bekommt, was man da eigentlich tut und sich nicht einfach nur daran berauscht, dass man es irgendwie macht, sondern dass man dabei auch selber eine Distanz wiederfindet zu dem, was man... Das gilt auch für Songschreiben oder irgendwas, dass man eine Distanz dazu auch wiederfindet, um dann aus einer gewissen Entfernung, wie ein Maler, der zurücktritt... Ja, oder wie so ein Drohnenblick auf den eigenen Text, ja, genau. Wo ich mir das ganz schwer vorstelle.
vorstellen kann, weil man ja schon auch sehr nah ist und den Alltag dann im Schreibprozess ja auch mit den Figuren teilt. Und gleichzeitig zurücktreten zu können, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, das ist nicht einfach. Das ist ja das Problem dabei, dass man darf sich nicht zu sehr überwältigen lassen von dem, was man da tut. Und denken, nur weil man es getan hat, weil so viel Arbeit durchsteckt und so, sei das auch schon eine gute Sache. Ja, klopft man sich die ganze Zeit. Anwalt des Lesers eigentlich sein. Ob der jetzt weiblich oder männlich ist, ist egal. Aber man muss Anwalt des Lesers sein und überlegen, wie wäre das, wenn ich das jetzt einfach lesen würde, als jemand, der das nicht kennt. Ja. Könnte mich das dann fesseln? Und ich merke das ja auch, wenn ich eine Lesung mache und so. Da merke ich ja auch, dass wenn ich das vorlese, und das mache ich ja teilweise auch schon, während ich das schreibe, dass ich mir das vorlese, geht es auch um den literarischen Stil, um den Klang der Geschichte, um den Klang der Sprache. Und da merken Sie in der Lesung, wenn was dann doch nicht rund ist, obwohl Sie sich vorher selbst geprüft haben, oder? Ja, das kann auch passieren, das dass man sich ärgerlich, aber dann auch zu spät. Da muss man ordentlich sagen, sorry, also das ist jetzt ein bisschen sperrig, dieser Satz. Und dann kann man sich das auch schön trinken und sagen, naja, ein bisschen sperrig ist ja auch nicht falsch, sonst wird es zu glatt oder so. Und dann fliegt es in der nächsten Lesung wieder raus. Jetzt haben wir uns gedacht, Sven Regner kommt und einer der Bestseller-Autoren unseres Landes. Und wir haben ein paar Worte zusammengetragen aus dem Team, von dem wir uns immer wieder darüber streiten, wie man es richtig schreibt. Haben Sie kurz Zeit? Wollen wir uns mal kurz zurücknehmen von Ihrem Buch und helfen Sie uns bei unserem Buch? Ich helfe sehr gerne, ich habe wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Worum geht's? Es geht eigentlich um Rechtschreibung. Ach so, es geht um Rechtschreibung. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ja, Sie sind ja auch Vater von zwei Kindern. Sie haben ja auch schon die ein oder andere Rechtschreibreform da mitgemacht. Ja, die haben andere Regeln als wir jetzt. Ja, die haben andere Regeln als wir damals in den 80ern. Oder aber in den ich war in den 80ern nicht mehr in der Schule. Okay. Moment mal. Ja. Also ist ganz einfach. Ja. Ganz kurz durchatmen. Wissen ja, wenn man beim Weserstrand ist, haben wir das ein oder andere... Ich weiß überhaupt nichts über den Weserstrand. Herr Regner, ich dachte, Sie hätten sich vorbereitet. Ja, gerade nicht. Ich habe gedacht, wenn du dir das vorher anguckst, dann fängst du an irgendwie... Zu zweifeln oder erst recht zu kommen. Zweifeln, sondern irgendwie so ehrgeizig zu werden oder ambitioniert einfach. Ja. Das machst du mal lieber nicht. Sind Sie ehrgeizig? Ja, nee, aber man macht sich dann vorher so Gedanken. Ne? Sie müssen noch nicht auf dem Monitor starren, das ist noch nicht drauf. Ich erwarte jeden Moment so ein Wort. Ja. Okay, dann wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen. Erstes Wort, okay. Wie lautet die korrekte Schreibweise von? Okay, ich muss ja erstmal vorlesen. Billard. Nicht B, sind Sie sicher? Ein A. Ist es richtig, Auflösung? Was sagt ihr? Ja, geht doch. Ja. Noch eins? Wollen Sie noch eins oder haben Sie schon keine Lust mehr? Also ich habe doch jetzt schon 50 Euro gewonnen, oder? Ja, klar. Und ohne Telefonjoker. Also, wie schreibt man das nächste Wort? Wie ist die korrekte Schreibweise von... Adäquat. Mal schnell gucken, was die richtige Lösung ist. C. Ich würde sagen D, aber damit bin ich ganz falsch. Nein, es war nur ein Spaß. C. Lösung? Richtig. Okay, nächstes. Mann, weiß ich gar nicht, warum da unser Team so unsicher ist. Bei prophylaktisch zum Beispiel. Mit PH, oder? Also mit B. PH auf jeden Fall. B, oder B was ist, sagt ja, B ihr? Ist richtig. Ja, B ist richtig. Wer sagt B? Ich musste gerade die... Oder sagt ihr nur B, weil Herr Regner auch B sagt? B, klar. Oder weil Sie Deutschlehrerin sind? Nein. B? Tippen wir alle auf B? Okay. Ja, geht doch. Können wir uns entspannen, oder? Die Sache läuft. Ja, die Sache läuft. Noch ein viertes? Ja, sicher. Ein letztes. Wie lautet die korrekte Schreibweise von Tüdelich? A. Tüdelich mit Doppel-D? Ja, ich gehe auch mit A. Ist A richtig? Nee. Ja, das ist aber Quatsch. Außerdem, wieso außerdem ist, das Quatsch? Ist das Niederdeutsch, da gilt das sowieso nicht. Das ist eine andere, das ist ja eine eigene Sprache. Das hat überhaupt nicht. Ist ein Dialekt. Das, okay. Das heißt tüdelig, also eigentlich, finde ich. Eigentlich fast 3D, tüdelig. Okay, Applaus für Sven Regner, alles geschafft. Ja. Der Mann ist einfach souverän in jeder... 3 Punkte. Ja, würde ich auch sagen. Muss man beim Schreiben... wenn man verheiratet ist, Katzenbesitzer, 2 Kinder hat, an die Lebenswunden eigentlich noch an? An die was? Lebenswunden. An Ungeklärtes. An das, wo wir gerne mal den Deckel drauflegen. Ich glaube, dass man sich letztendlich mit jedem Roman, den man schreibt, also ich kann sagen, es mal so von mir jetzt, ich spreche mal von mir in der dritten Person, Mann sich eigentlich, auch solche Wünsche erfüllt, aber heimlich.
Und zwar auch teilweise auch unbewusst. Es ist ein bisschen wie was Freud sagt über die Träume. Er sagt, dass alle Träume sind eigentlich Wunscherfüllungen, aber Trauminhalt und Traumbedeutung fallen nicht ineinander, sondern sind teilweise sehr verschieden. Man träumt von dem einen, aber sozusagen das Unterbewusste will eigentlich was ganz anderes und verbindet das damit. Und so ein bisschen ist es bei Romanen auch. Wir erzählen von Geschichten, die so nicht stattgefunden haben, aber bauen da eigentlich Sachen rein, die wir selber erlebt haben, aber die man da nicht mehr rausfinden kann. Also, ich glaube, Peter Handke hat es mal gesagt, alles erzählen, nichts verraten. Und das ist letztendlich, glaube ich, das Geheimnis der Sache. Ich dachte, Peter Handke hätte über Peter Schneider gesagt, dass der beim Schreiben sehr, sehr enge Jeans trägt, um sein Geschlecht zu spüren, wenn er schreibt. Jetzt wird schon wieder lüpfrig, so ein bisschen wie onanieren. Ja, aber vergessen Sie nicht, Max Gold hat gesagt, dass Heroinsucht eine Krankheit ist, die vom Tragen zu enger Hosen herrührt. Oh mein Gott. Da sollte man mal drüber nachdenken. Und er meinte, dass die tragen immer diese engen Hosen, hat er gesagt. Und das ist wohl, weil das so zwickt und zwackt. Da müssen die dann immer so viel Heroin nehmen, damit das nicht so wehtut. Ja, also das fand ich mal eine wirkliche. Das ist viel interessanter als das andere. Das ist ja Quatsch, dass der eine Künstler den anderen in die Pfanne haut. Das ist einfach nur. Ja. Jetzt sind wir aber weg von den Träumen und von den eigenen Lebensformen. Peter Handke hat das ganze Gespräch getötet eigentlich. Ja, Peter Handke ist eigentlich. Peter Handke ist raus jetzt. Ey. Da kann man nach Hause gehen. Ja. Ja, aber dieses den Figuren das geben, was man sich selbst vielleicht auch nicht getraut hat oder was man nicht ausgelebt hat und ja, was, solche Sachen, ja. Was man verpasst hat. Ich meine, man guckt ja auch mal zurück und denkt, Mensch, es hätte ja auch besser laufen können oder anders oder aufregender. Oder schlechter. Oder also, schlechter. Ein gutes Beispiel ist so bei Neue Versüht, da ist ja der Frank Lehmann geht ja dahin und verweigert. Mhm. Reicht die Verweigerung, die Kriegsdienstverweigerung ein, hat so eine Verhandlung und fällt durch. Ja. Und ich habe das zum Beispiel auch gemacht nach einem halben Jahr Bundeswehr und ich bin durchgekommen. Und was, also im Grunde genommen, wie man guckt, wie wäre es gewesen, wenn das Leben anders verlaufen würde. Dabei geht es nicht darum, dass man sich den Wunsch erfüllt, dass es besser verläuft, sondern dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Dass man sich überlegt, dass man zum Beispiel sich daran erfreuen kann, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil man ja gerade davon erzählt, wie übel das gewesen wäre, wenn das anders gekommen wäre. Ja. Also das ist alles möglich. Das ist alles möglich, aber es gibt da keine Regeln. Das ist das Tolle, aber auch das Schwierige dabei. Aber es gibt das Ventil Regeln des Schreibens. Das ist ja ein großes Geschenk. Also alle anderen, die das nicht haben, blicken ja zurück und haben ja noch nicht die zweite Ebene im Grunde des Schreibens und können sich damit auch Erleichterung erschaffen. Ja, aber Sie haben noch ein Stofftaschentuch. Oh. Das ist ja verrückt. Darüber haben wir vor 4 Jahren schon mal drüber. Aber jetzt machen Sie das wieder. Ja, aber ich habe immer eins dabei. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Ja. Ich habe, glaube ich, vor 4 Jahren gesagt, das hatte mein Großvater auch immer, mein Vater. Nein, Sie haben gesagt, Sie wüssten gar nicht, dass es sowas noch gibt. Ja. Entschuldigung, kennen Sie noch andere Männer mit Stofftaschentüchern? Nein, keine von denen ich es weiß. Also wahrscheinlich haben einige von denen welche und lassen das nicht so raushängen. Aber ich muss mir ab und zu die Nase putzen. Es ist leider so. Ich weiß auch nicht, warum. Dass Sie wissen, was ich vor 4 Jahren darauf noch geantwortet habe. Ich kann mich an alles erinnern. Ja, das ist ja Wahnsinn. So ein Elefantenhirn. Aber das wissen Sie ja auch, um das immer wieder abzurufen. Aber wann löschen Sie mal was von Ihrem Speicher? Das stelle ich mir auch anstrengend vor. Ja, ich habe aber tatsächlich. Ich habe jetzt das Gefühl, meine Nase läuft auch. Aber ich habe keinen Stoff dafür. Sie haben keinen. Ich mach mal hier so. Ich werde Ihnen meins jetzt nicht anbieten. Nee, danke. Eben. Aber, das wäre mir doch auch zu viel Nähe. Wirklich toll wäre, wenn ich jetzt noch ein frisches dabei hätte. Ja. Aber so, das wäre eher mein Vater noch gewesen. Ja, aber nein, ich glaube, dass so ein Gedächtnis kann ja auch belastend sein. Also dass man also viele Sachen einfach nicht mehr vergisst oder so. Ich habe aber festgestellt, dass ich tatsächlich manche Sachen anders erinnere, als sie dann wirklich waren. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich glaube zum Beispiel, dass früher in der Berliner Freiheit in ihrer alten Gestalt, als sie noch keine Shopping Mall war, sondern so ein 50er Jahre Einkaufszentrum, dass da neben dem Fischgeschäft rechts davon der Fahrradladen war. Und jetzt bin ich mir zum Beispiel nicht mehr sicher. Ich habe überlegt, vielleicht war da noch ein anderes Geschäft daneben und was zum Beispiel links vom Fischladen war, weiß ich gar nicht mehr. Und wann denken Sie über sowas nach, wenn Sie nachts wach liegen oder einfach jetzt, wann, es gibt ja vielleicht Lösungen. Jetzt zum Beispiel kam ich gerade drauf, ich weiß auch nicht warum, Fischladen, Fahrradladen, man weiß es nicht. Aber das,
ich glaube, dass es Spaß macht, sich an sowas zu erinnern. Ja. Ich glaube, es macht Spaß. Weil das ist so lange her und man überlegt, wie da diese Pommes waren beim Fischladen, die hatten auch so eine Mayo und so, das war, hat man auf der, nach der Schule sich dann geholt und in dem Fahrradladen, wie das da so gerochen hat und so, das ist schon toll, dass man sich daran erinnern kann. Ich habe mich früher mal gewundert, warum alte Leute da in der Eisenbahn sitzen, habe ich Eisenbahn gesagt, also alter, also älter geht da gar nicht, ist toll irgendwie, also in der Eisenbahn sitzen einem gegenüber und man liest immer diese Bücher und so und ist immer voll hibbelig und die sitzen einfach so da und gucken so ins Nichts. Und man denkt, was ist mit denen los? Was geht bei denen im Kopf rum? Ja, die denken an die Mayo und den Fischladen. Und das, genau das glaube ich. Ich glaube, dass man, wenn man, je mehr Leben man angesammelt hat, da ist so viel, dass man sich erinnern kann. Und über das man nochmal neu nachdenken kann. Also das Romanschreiben hat auch viel damit zu tun. Dass man letztendlich über diese Zeiten und das, was man im Leben erlebt hat, was das, wie es auch anders hätte kommen können, so, dass man darüber einfach nochmal nachdenken kann. Aber Sie haben ja so ein Zeitfenster, ein bestimmtes Alter, diese Aufbruchphase, diese Zeit, wenn eigentlich auch alles noch für uns möglich war, ja, dieser Gang von Frank Lehmann nach Berlin, diese ersten Jahre 20, 22, 23, das ist ja auch etwas, in dem Sie sehr verhaftet sind im Schreiben. Was fasziniert Sie denn an diesem Alter? Das ist ein bezauberndes Alter, das gibt super Stoff für Romane. Das ist einfach, das ist super interessant, weil da ist... Ist es die Unsicherheit, ist es die Suche? Genau, die Unsicherheit, wie die Leute auch miteinander umgehen dann. Da gibt es ja verschiedene Strategien. Manche sind wahnsinnig ehrgeizig, manche lassen sich total hängen, manche sind sehr defensiv, manche sind total so Ellenbogen. Und wie das dann untereinander, wenn man mehrere von diesen Leuten so verfolgt in so einer Geschichte, wie das dann sich das Binnenverhältnis auch verändert und so weiter. Wer da wen benutzt, wer wen irgendwie ausnutzt, wer aber auch mit wem... welche Freundschaften da gebildet werden, das finde ich wahnsinnig interessant. Welche bleiben, welche erschöpfen. Ja, weil das Leben noch so offen ist. Mhm. Es gibt diese Stelle bei was ja ein Ausnahmeroman ist, jetzt bis bei den bisherigen sechs von mir, das ist Magical Mystery, oder die Rückkehr des Carl Schmitt, wo er dann von 1995 aus zurückblickt auf diese Zeit. Ja. Und er sagt, wir waren wie... Darsteller in einem Film. Mhm. Es war gar nicht, unser ganzes Leben war wie im Film und alles, was wir machten, war bedeutend und großartig. Also wie es bei Die Sterne heißt, wir hatten Sex in den Trümmern und träumten und fanden uns ganz schön bedeutend, dass also, nur um auch mal Sex ins Spiel gebracht zu haben. Wir werden jetzt da ganz schön proaktiv. Ja, Wahnsinn. Fall. Und also dass sozusagen auch ganz viele Dinge und eine ungeheure Bedeutung haben, wo man sich später auch wundert, warum war ihm das so wichtig und so. Wie sich so ein erwachsenes Ich rauskristallisiert, weil das ist ja ein großes Problem, in diese Erwachsenenwelt hineinzukommen und da mitzuspielen, ohne die Regeln zu durchschauen. Aber das haben wir doch auch in späteren Jahren. Das hat man doch auch, wenn man dann vielleicht in einem beruflichen Umfeld ankommt, wenn wir jetzt älter werden. Wir haben doch immer wieder Phasen, wo wir in eine neue Lebensphase eintreten. Ja, darum, über all diese Dinge kann man Romane schreiben. Und mich fasziniert das besonders, weil ich mich vielleicht auch gerne daran zurückerinnere und gerne erinnere, wie die verschiedenen Leute damit umgegangen sind. Es war eine sehr interessante, es hat sich ja so ein bisschen ergeben. Eigentlich habe ich ja angefangen mit Herr Lehmann, der spielt ja auch 1989, da ist er ja, wird er ja gerade 30. Und dann habe ich halt diese Vorgeschichte gemacht. Und dadurch sozusagen, weil ich diese Bundeswehr-Sache erzählen wollte und diese Bremen-Geschichte von ihm. Musste er nochmal jünger werden. Ja, und dann ist klar, das geht dann also einfach nochmal 10 Jahre zurück. Aber und dann ist man plötzlich da drin und dann sind die alle in dem Alter. Ja. Aber das ist eben... Aber das ist schon auch ein Alter, was Sie fasziniert und was Sie mit Begeisterung ja auch betrachten. Und ich denke manchmal, man muss auch selber... Oder als Frage, müssen Sie selber auch in diesen Jahren glücklich gewesen sein, um über diese Zeit auch so intensiv zu schreiben zu können? Ich glaube nicht, dass ich unglücklich war. Aber es gab, also jeder Mensch ist auch unglücklich. Also man hat unglückliche Momente und glückliche und das gibt es das ganze Leben durch. Ich glaube, heute im Großen und Ganzen bin ich häufiger glücklich als damals. Aber es war sehr viel Bewegung da drin. Und fehlt das manchmal heute? Es klingt fast so ein bisschen sehnsuchtsvoll. Nein, das gar nicht. Aber ich denke gerne daran zurück. Man darf ja nicht vergessen, da flogen auch, da war ja nicht nur man selber, das war ja auch die ganze Zeit. Mhm. Wir hatten 1977 diese Punk-Explosion, möchte ich mal sagen, und plötzlich taten alle
alle so, als wenn es vorher nie was anderes gegeben hätte, keine Kunst, gar nichts. Wir machen alles neu, wir erfinden alles neu, jeder kann mitmachen, es ist überhaupt kein Problem. Wie lange spielst du schon Bass? Seit 2 Tagen kannst du mitmachen. Ja, ja, stimmt. Ich hab Anrufe bekommen. Sven, wir haben gehört, du bist Trompeter, wir treten in 2 Stunden auf, in der Stunde proben wir noch. Kannst du vorbeikommen? Wir haben 2 Songs, den Rest machen wir so aus der Hand. Und das hat funktioniert. Ja. Und das war diese Haltung, das ist dann kein Scheißgig gewesen, das war wirklich interessant. Mhm. Und die Leute im Publikum waren auch alle so drauf. Und die haben gesagt, hey, das ist aber jetzt echt mal irre, was die da machen. Und so. Mhm. Und das war ja auf eine Weise auch irre. Also einfach der aber die Lebendigkeit, Akt, von Leute zu treten, ja, das so zu machen. Das hat natürlich mit dem Alter zu tun, aber auch, ja, mit der Zeit. Das kommt beides zu. Das war auf eine Weise ein glückliches Zusammentreffen, sozusagen, dass man damals 19, 20, 21, 22 war, weil das war schon eine sehr aufregende Zeit. Ja. Wollen Sie jetzt Trompete spielen? Nein. Mein Bruder hat mich mit seinem Trompetespiel gequält, weil der es einfach nicht konnte. Aber wir haben es jetzt nicht inhaltlich irgendwie abgesprochen, weil Sie gerade über Trompete gesprochen haben. Aber Sie schreiben ja bei Glitterschnitter, wer übt, ist feige. Wer übt, ist feige. Wer übt, ist feige. Ja, das ist ja beschreibt. Das sagt einer von diesen Leuten, man halt so sagt. Es gibt auch den alten Musikerspruch, wer übt, fällt den Kollegen in den Rücken. So. Ja, genau. Und das spricht ja für die Zeit. Würden Sie denn jetzt, ohne zu üben, für uns was auf einer fremden Trompete spielen oder geht das gar nicht? Zeigen Sie doch mal her. Gibt es da Unterschiede? Ja, das Wichtigste ist das Mundstück, aber das ist eigentlich so ein bisschen... Wir haben es gereinigt vorher. Wir haben auch ja, nicht, das ist eh klar. Aber... Ich wollte es nur noch mal sagen, falls ich mal aus, ne? Also so, ich denke schon, dass ich aber spiele. Kommen Sie wieder. Schön. Ist das eine gute Trompete? Bitte? Ist sie okay? Ist gut, das ist sehr gut. Nicht so hinstellen, lieber hinlegen. Ach so, nicht Trompeten so stellt man nicht hin? Nein. Nicht aber so, es ist so nicht, praktisch. Nicht auf den Schallbecher, dann fällt die nur um und dann ist sie kaputt. Ja, okay. Einfach so hinlegen. Genau. Okay. Das ist gut. So rum oder andersrum? So rum ist genau richtig. Muss ich sie zudecken? Nein. Nein, müssen sie nicht. Gut. Till Bronner hat, glaube ich, seine Lippen mal versichern lassen, ne? Ja, es gibt auch einen Sinn. Wenn macht jetzt. Ja. Ich habe mal, soll ich die Geschichte erzählen? Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Welches Körperteil Sie haben versichern lassen? Nein, nicht was ich versichern lassen. Ich hatte mal einen Gig, da waren Freunde von mir, die hatten so einen Jubiläumsgig von ihrer Band in Genf und hatten gefragt, ob ich kommen kann, um da auch ein bisschen Trompete zu spielen. Ja. Und ich dachte, ja klar, komme ich und so. Und dann habe ich aber einen Tag oder 2 Tage vorher, haben wir noch irgendwie draußen auf dem Land, war ich bei Leuten, wir haben gegrillt. Und ich habe mir so mit der heißen Grillzange so eine Wurst genommen vom Grill und habe, weil ich total blöd war oder betrunken oder was, jemals einfach mit dieser Grillzange bin ich an die Lippen gekommen. Oh mein Gott. Und ich war voll so und da konnte ich überhaupt, also ich bin dann trotzdem nach Genf gefahren, weil ich kein Spielverderber sein wollte, aber ich war am Ende dann trotzdem einer. Also weil das war, so doll war das nicht, was ich da noch gespielt habe, ja, also... Und es sah aus wie Herpes oder sah das aus wie Brandfang? Nein, das ist einfach, wenn dann die Nerven kaputt sind an der Stelle, dann funktioniert das nicht mehr. Das ist so eine Muskel-Nerven-Geschichte irgendwie. Das ist schon, da kann man sich auch ganz verrückt machen. Also das ist eine ganz gefährliche Sache mit dem Ansatz. Wenn man anfängt, darüber zu viel nachzudenken, ist auch ein Problem. Aber wenn man jetzt so mal bei Jugendlichen rumhört, wollen ja viele irgendwie vielleicht Bass spielen oder Gitarre, vielleicht auch noch Drums oder Klavier bei Trompete. Gibt es da eigentlich Nachwuchssorgen? Hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass viele Kinder sagen, wir spielen jetzt gerne Trompete? Mir hat mein Freund erzählt, dass der im Veranstaltungsgeschäft war und die haben diese so Orchester auf Tournee geschickt, die dann so Filmmusik zu so Filmen machen, wie Wunder der Erde oder sowas. Und er sagte, dass die Trompeter mehr Geld bekommen als die anderen, weil die so selten sind. Ja. Da haben Sie doch schon richtig. Ganz, also Geiger wie normaler mehr, komischerweise, obwohl das viel mehr Arbeit noch ist. Ja. Also die üben ja viel, viel mehr und fangen viel früher an. Ist auch schwer zu ertragen, die ersten Jahre Geige, oder? Da dauert es sicherlich lange, bis man Erfolgserlebnis hat. Ja, Sie haben ja von Ihrem Bruder und der Trompete auch gerade nichts Gutes erzählt. Also das ist immer schwer zu ertragen, wenn man
das nicht kennt. Und wenn man also es ist, ich finde es auch schwierig. Ich habe mir seit 10, 12 Jahren so eine Übelkabine zu Hause. Seitdem ist das viel angenehmer. Eine was? Eine Übelkabine, in die ich reingehe, eine Schallkabine, in die ich reingehe, in der ich dann Trompete übe, dann hört das sonst niemand. Badezimmer oder? Nein, eine Kabine ist reingebaut worden. Ach so, okay, als extra. Eine Firma in Neukölln, die bauen sowas. Und dann ist das, hören die Nachbarn nichts, keiner kann sich beschweren, ganz oder? Genau, das ist ganz toll. Ja. Und braucht man normalerweise auch so eine Vorbereitung, dass man die... Ach so. Dankeschön. Ich habe Sie gar nicht gefragt, aber Sie haben beide selber schon Kontakt. Ja, wir sind, das ist sehr gut. Voll synchron laufen wir jetzt. Achso, die haben... dass man eigentlich sich dann auch so ein bisschen vorbereiten muss, dass man die Lippen irgendwie mit so Übungen dann immer aufwärmen muss eigentlich, oder? Stimmt das nicht? Das gibt es auch. Es gibt auch so Ansatzgurus, die extra so Schulungen machen und so. Ich habe das nicht. Es gibt Übungen, die man auf dem einfach Trompete spielen, so wie es überall Übungen gibt. Wenn Sie jetzt Geige lernen, wenn Sie viele Tonleitern üben und so weiter. Es gibt also Geläufigkeitsübungen, wenn Lagenwechsel üben und so ist es hier auch. Sie machen Bindeübungen und so Geschichten, um den Ansatz irgendwie zu trainieren. Das Problem ist, es ist ein bisschen wie im Sport bei der Trompete. Sie dürfen, die Muskeln dürfen nicht abschlaffen. Mhm. Das heißt, Sie müssen die ganze Zeit eigentlich jeden Tag üben. Und immer. Okay. Aber dann haben Sie heute Ihr Pensum jetzt schon erfüllt. Ich habe heute Morgen mein Pensum erfüllt. Gut. Ich hätte gern mehr geübt, aber ich musste dann zum Bahnhof, um in die Eisenbahn zu steigen. Aber so in der Vorbereitung für den heutigen Abend habe ich mir gedacht, fiel mir immer wieder dieses Wort Treue in Zusammenhang mit Ihnen ein, dass Sie so ein treuer Mensch sind. Sie sind so treu mit den Figuren, also jetzt beruflich, ja. Treu sind mit den Figuren in Ihren Romanen, dass Sie auch treu sind mit der Band Element of Crime. Das ist ganz erstaunlich eigentlich. Also wenige schaffen das ja noch so lange mit der Band dann auch tatsächlich zusammen zu sein. Das ist ja länger als Uli Hoeneß, glaube ich, Präsident bei Bayern war, ja? Bei weitem länger, ja. Ja, der hat ja, glaube ich, nur 32 Jahre geschafft. Und wie lange sind Sie schon zusammen, alle 36 Jahre, ja. Naja, es ist ja nicht so geplant gewesen. Tatsächlich wäre es ja der größte Albtraum gewesen. 1986 hat mir jemand gesagt, naja, euch wird es in 35 Jahren noch geben, wäre voll die Hölle eigentlich. Ja. Es ist auch kein Selbstzweck. Es ist ja kein Selbstzweck. Ja. Wenn eine Band nicht mehr funktioniert, wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn keine neuen Songs mehr kommen, die irgendwie noch Substanz haben, wenn es irgendwie insgesamt einfach nervt, dann lässt man es halt bleiben. Aber wie überraschen Sie sich immer wieder in diesem Wir? Das muss ja auch neu befeuert werden, neuen kreativen Input bekommen. Die Band hat von Anfang an nur funktioniert, weil es musikalisch funktioniert hat. Mhm. Eigentlich sind wir alle wie Hund und Katze untereinander. Also das ist eigentlich gar nicht so, dass wir jetzt ganz ähnliche Leute sind, die sich auch so verstehen. Mhm. Das tun wir natürlich mittlerweile, weil nach 36 Jahren... Redet ihr auch mal miteinander. Ja, wäre komisch, wenn man da gar überhaupt nicht, ne, so... Aber man passt sich schon an. Aber das Entscheidende ist, dass es immer nur musikalisch funktioniert hat. Und solange das so ist, ist es auch okay. Weil es ist ja so, man hat nur eine richtige Band im Leben. Aha. Das ist die Wahrheit, ja. Die man also, jetzt selber gerne liebt oder als Musiker... Nein, also nehmen wir mal an, jetzt Paul McCartney, ne? Ja. Hat er eine richtige Band, die Beatles. Danach hat er die Wings gegründet und so. Kann er machen, kann er bleiben lassen. Gut, aber nach den Beatles. Ja, eben. Ja, aber es ist ganz egal. Es ist ganz egal. Man hat nur eine richtige Band im Leben. Aber Smashing Pumpkins oder Oasis oder Rage Against the Machines, die haben vielleicht auch gedacht, das ist unsere Band. Ja, natürlich. Und wenn das dann vorbei ist, ist es eben auch vorbei. Mhm. Billy Corgan kann dann eben ein Soloalbum machen. Mhm. Und das ist auch toll, aber dann ist eben das mit der Band durch. Das hat Benjamin von Stuckrad-Barre. Das war der Grund, warum dieser erste Roman für ihn ein Soloalbum hieß, weil er hat gesagt, das ist immer der traurigste Moment, wo der Sänger ein Soloalbum macht. Ja, also das ist in dem Moment ist das vorbei. Das heißt, wenn ich in dem Moment, wo ich Element of Crime nicht mehr gibt, kann ich keine Band mehr machen. Ich kann nicht dann sagen, ich suche mir drei neue Leute und dann nennen wir uns irgendwie die lustigen Vögel oder so. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mehr, weil mein ganzes Leben, ich habe 35 Jahre dieser Band hinter mir. Ich kann nicht einfach eine andere Band machen. Und das galt auch für die 10 Jahre von den Beatles oder so. Und das ist ganz egal, wie lang. Bisher war noch nicht dieser Moment, dass eine gedacht hat, wir sprechen sie aus. Wen sie nehmen. Also eine Band hat man und danach muss man das Solo machen. Ja. Und das ist halt dann, das ist dann sicher auch toll, weil man dann alles selber alleine bestimmen kann, weil ich bin ja wirklich bei der Band nur einer von dreien, die das alles bestimmen. Mhm.
Und die das auch auswählen. Und wenn einer von den dreien sagt, ich will das nicht, dann wird das auch nicht gemacht. Das gilt für einen Song, für einen Text, für eine musikalische Idee, für einen Auftritt irgendwo. Das heißt, wenn jemand, einer von den dreien sagt, ich möchte das nicht machen, dann wird das nicht gemacht. Und dann wird es auch nicht diskutiert? Oder gibt es dann eine Reibung oder gibt es dann eher eine Konfliktscheue, dann zu sagen? Oder reicht dieses Nein des einen? Das eine reicht, weil wir uns ja, wir wissen, wir vertrauen uns ja, wir sind ja eine Band. Wenn also einer sagt, ich möchte das nicht, bringt es auch nichts, ihn dahin zu diskutieren. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte diesen Playback-Auftritt bei der Jugend-Talkshow am Nachmittag vom WDR nicht machen, dann bringt es überhaupt nichts, ihm zu sagen, aber das ist ganz toll und dann verkaufen wir ganz viele Platten und so. Wusste ich gar nicht, dass ich euch eingeladen habe. Ja, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Dass wir Playback im Fernsehen gemacht haben, glaube ich, das letzte Mal war, glaube ich, das war 1993 bei der NDR-Talkshow. Oh, das ist schon lange her. Ja. Aber jetzt gab es. Aber ja, eigentlich war es schon viel zu lange. Also das sind ja, da gab es dann die Band schon 8 Jahre. Ja. Und jetzt gab es Strandkorb-Auftritte. Wie ist denn das? Ach, das war okay. Also das war natürlich seltsam und most bizarre. Also man ging da auf eine 10 Meter hohe Bühne, um auf so ein Meer von Strandkörben zu gucken, vor denen die Menschen standen. Aber es hat natürlich auch große Vorteile. Also wenn es regnet, können die sich da reinsetzen. Das ist einigermaßen regendicht. Und sie konnten sich auch hinstellen vor den Strandkörben und sich bewegen. Weil sie, jeder auf diese kleine Platz Schublade, die man dann so auszieht. Ja, da waren Getränke drin. Also sie hatten auch so Kühlboxen mit Getränken und so, war ganz stark. Nein, natürlich ist das will niemand. Das ist für die Leute nicht leicht und das ist für uns nicht leicht. Was einen dahin treibt, ist die Liebe zur Musik. Mhm. Und das Einzige, worauf man vertrauen kann, ist die Kraft der Musik. Aber man die Ärzte... Man kann die Leute nicht ansprechen, man kann im Grunde gar nichts machen. Man spielt es für sie und kann nur hoffen, dass die Musik so wirkt, dass sie alle glücklicher nach Hause gehen, als sie hergekommen sind. Das ist ja die Idee. Und das ist die große Herausforderung, auch dann einfach die Zähne zusammenzubeißen, weil... Eigentlich ist es ja absurd. Ist so groß, das ist komplett absurd. Aber gleichzeitig, und das finde ich eben toll, wir haben das gemacht und das hat mich von der Band auf eine Weise sehr geflasht, auch von den Leuten, die da waren. Mhm. Weil für die war das genauso schwer wie für uns. Mhm. Man sitzt an so einem Strandkorb und da hinten ist diese Bühne. Da sind da links und rechts diese Videowände und da stehen die dann 10 Metern Höhe. Die sind so klein und dann guckt man sich das so an und dann kommt man da. Aber Sie sagen nicht, das ist jetzt eine Notlösung oder die Ärzte zum Beispiel haben ja gerade jetzt gesagt, in jedem Bundesland, in jeder Stadt sind ja mittlerweile die Regeln anders. Die haben ja ihre Tour eigentlich gar nicht richtig durchgezogen. Natürlich war das eine Notlösung. Das war ja, die ganze Idee war ja darauf gestrickt, dass man irgendwie ein Format findet, das so mega Corona-safe ist, dass ganz egal, was irgendein Gesundheitsrat in irgendeinem Landkreis sagt, das auf jeden Fall stattfinden kann. Also sozusagen, man hat 150% übererfüllt, die Normen. Mhm. Leute sind da reingeführt worden auf verschlungenen Wegen und das ist begegnet. Es war wahnsinnig ausgebufft, aber irgendwie natürlich auch total krank. Auf eine Weise. Und da muss man das alles vergessen, in dem Moment, wo man spielt, aber auch in dem Moment, wo man als Zuschauer dort ist. Beide Seiten müssen sich einlassen. Ja, die müssen einfach auf die Kraft der Musik vertrauen. Das ist trotzdem schöner, dass sich das gelohnt hat. Mhm. Das ist auch noch teuer. Die Tickets waren teuer, weil natürlich kostet das wahnsinnig viel Geld. Wie haben Sie denn die Monate dann geschafft, auch als Band sich dann trotzdem getroffen und trotzdem geprobt, am neuen Album gearbeitet oder... Wie haben Sie das erlebt, die Monate eben ohne Nähe zum Publikum? Es ist ja auf große Distanz, aber es ist ja auf jeden Fall mal wieder Publikum gewesen. Ja, im letzten Jahr, so 2020, hatten wir nur 2 Konzerte, die waren im Herbst. Das war ein Konzert, auch mit so bestuhlt auf der Wiese. Die haben also die Stühle mit so Zeltheringen haben sie die Stühle auf der Wiese festgetackert, das war toll. Und das war in Neu-Hardenberg und das andere war auf dem Kreuzfahrtterminal vom Hamburger Hafen. Da hatte Carsten Jahnke irgendwie so eine Bühne aufgebaut und so und auch so Stühle hingestellt. Das war nicht schlecht, das war irgendwie lustig, aber auch sehr kalt, muss ich sagen, weil es war schon irgendwie Ende September und das war irgendwie sehr kalt, erinnere ich mich. Also wir hatten leider so eine Handschuhe nicht, mit den abgeschnittenen Fingerspitzen. Aber es ist so. Element of Crime ist keine Band, die wirklich, wir haben auch keine Hilfen beantragt, und es ist keine Band, die wirklich ein Problem hat, mal ein Jahr nicht zu spielen, weil es uns schon seit 36 Jahren gibt. Da ist es ja, wir haben im Jahr 2000, glaube ich, auch nur 3 Konzerte gespielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das Jahr 1997 auch recht Konzerte haben. Das ist,
Na gut, das Nee, stimmt nicht. 97 waren ziemlich viele Konzerte, weil wir 96 die Platte rausgekommen. Ich glaube, 96 haben wir kaum Konzerte gespielt. Aber was ich nur sagen will, ist... Als etablierte Band ist das natürlich was anderes, als wenn man gerade auf den Markt kommt und dann durchstarten will und vielleicht nur diesen einen Sommer hat. Oder da läuft es gerade richtig gut. Ja. Und jetzt kann man endlich die, ja, und dann hat man so eine ganze Tournee gebucht in diesen Sporthallen und so. Ja, ich kenne ja so Bands, ja. Mhm. Und dann sagt plötzlich jemand so, Schluss, aus, vorbei. Aber das heißt, sie verlassen sich ja auch zusammen mit den Bandkollegen darauf, dass dann auch die Fans auch diese Treue da mitbringen. Also das heißt, sie können sich verlassen auf die Fans, dass die dann noch da sein werden. Funktioniert ja. Nein, es ist ja nicht, weil die Leute treu sind, sondern entweder mögen sie die Musik oder nicht. Ich habe immer das für ein Problem gehalten, wenn jemand sagt, meine Fans oder unsere Fans. Mhm. Weil das ist so, wie wenn einem die gehören und die machen sowieso jeden Scheiß mit. Das ist aber nicht so. Die Leute letztendlich mögen die Musik, die man macht. Und das ist ja das, worauf man hofft, dass man Leute findet, die das, was man da tut, lieben. Die sagen, ja, dafür hüpfe ich auch durchs Minenfeld, dafür gehe ich auch auf so ein Strandkorbkonzert zur Not. Ja, mein Gott, ist das teuer. Und dann sitzen wir in so einem Strandkorb. Oh, und dann sind die da am Ende der Welt auf so einer blöden Bühne. Und das machen wir alles mit. Und das machen die alles mit. Dann machen die aber nicht mit, weil sie uns die Treue geschworen haben, sondern das machen die mit, weil sie sich trotzdem auf die Musik freuen. Mhm. Und das ist das Kompliment, was da drin liegt. Deshalb, das empfinden immer, Sie auch noch so natürlich, als all den Jahren, das ist ein großes Kompliment. Das ist das größte Wunder, dass da, das ist wie mit den Lesern von so einem Roman, das größte Wunder, dass jemand kommt und sagt, ja, ich habe heute Abend, ich habe so ein Ticket gekauft vor Monaten, ich habe heute Abend, habe ich die Straßenbahn genommen, bin da hingefahren und dann bin ich noch 500 Meter gelaufen und dann habe ich irgendwie mich da angestellt und habe mich abtasten lassen und dann bin ich da rein und habe ich mir noch mal eine halbe Stunde gewartet und dann kommt die Vorgruppe, ach du Scheiße, und dann ist noch mal Umbau und dann spielen die und das war total toll. Ich meine, das ist ein größeres Kompliment, können Sie ja gar nicht erwarten. Und das ist, glaube ich, das, was einen dann auch am Laufen hält. Und deshalb, wie gesagt, also Strandkorbkonzerte, warum nicht? Weil wir alle eigentlich das nur machen, weil wir diese Sache lieben und sagen, dass das ist, die Musik ist das, worum es hier geht. Sie machen das nicht wegen mir. Warum auch? Die sind mir nicht schuldig, die Leute. Nein. Niemand ist mir was schuldig. Die machen das, weil sie das selber gerne hören wollen. Sie möchten gerne, dass wir diese Musik für sie spielen. Das ist das große Kompliment und das Kapital, was wir da haben. Und damit darf man halt nicht rumschludern. Ja. Ja, da muss man halt aufpassen, dass man die Gefahr des Schluderns, des Selbstlieblos-Werdens. Der Schlendrian kann jederzeit auf den Bandbus aufsteigen. Das ist Jetzt sind wir hier in Bremen und natürlich ist immer wieder die Frage, warum nicht zurück nach Bremen? Wir stellen immer wieder fest bei vielen, die aus Bremen kommen, dass sie so eine hohe Bremen-Sympathie haben. Ich kenne Bremer Stammtische in Frankfurt oder auch in Hamburg und man fragt sich immer, okay, hier haben wir nur eine Straßenbahn und keine U-Bahn, das haben Sie ja mal gesagt, Sie wollten in eine Stadt mit einer U-Bahn, aber gibt es noch eine Verbindung hier Ihrerseits in diese Stadt? Ja, natürlich, meine Familie wohnt zum Teil noch hier, das ist auch wichtig für mich, das bin ich gerne, ich habe 4 Freunde und ich bin hier auch gern und es ist ja so, die ersten, egal was man sagt, die ersten 20 Jahre des Lebens prägen einen mehr als alles Weitere. Das ist so, das Essen, was man gelernt hat zu essen, die Sprache, die man gelernt hat zu sprechen, das Wetter, was man irgendwie kennengelernt hat, alles, auch die Art, wie man aufgewachsen ist, wie das Stadtviertel beschaffen war, in dem man groß geworden ist, das prägt einen alles und das prägt einen auf eine Weise, die kann man gar nicht wegnehmen. Ich wollte immer aus Bremen raus und das ist mir auch gelungen. Und haben trotzdem Bremen mitgenommen. Ja, man kriegt den Jungen aus der neuen Fahr raus, aber die neue Fahr nicht aus dem Jungen, das ist nun mal so. Und das bleibt auch so. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass in Berlin manchmal ganz selten so Wetter, wo es wirklich so ziemlich viel Wind hat und so Nieselregen. So Nieselregen. Das ist, immer, das ist für mich wie Bremenwetter. Wie nach Hause zu kommen. Mhm. Also dann mögen Sie also Nieselregen. Jugend in Gummistiefeln, ja. Und es regnet und immer, wenn man Fahrrad fährt, immer der Wind gegen an und so. Das ist ganz klassisch eigentlich. Und das ist, das hat einen geprägt. Und da braucht man sich gar nichts vorzumachen. Aber offensichtlich haben Sie ja die Nähe zum Wasser nicht so ganz verloren, ne? Denn in Bremen haben Sie schon geangelt und jetzt angeln Sie auch in
Berlin und sind so ein Wasserfan mit Segeln und. Ja, in Bremen habe ich, ich habe als Kind manchmal geangelt mit meinem Bruder zusammen und auch aber ich habe nie einen Fisch gefangen. Nicht einen einzigen. Den ersten Fisch meines Lebens habe ich gefangen vor, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahren am Wörthersee. Wörthersee. Dann möchte ich heute hoffen. Wissen Sie, was ich an den Haken gemacht habe? Ein kleines Stück vom Wiener Schnitzel. Ohne Schaf. Dann möchte ich Sie gerne einladen, lieber Sven Regner, dass wir uns beide hier auf die Bühnenkante setzen und ich nochmal Ihr Trauma, keinen Fisch gefangen zu haben, ein bisschen lösche. Vielleicht angeln Sie ja eine Ente. Ah, hier werden so Spiele gespielt. Ja. Das finde ich ja sehr stark. Das habe ich mir immer gewünscht. Ja, ja. Einmal. Ja, geil. Ist nur noch eins. Ist ja. Nur noch eins. Ja, ja, das wird super. Ich freue mich schon. So. Sven Regner ist ein Mann, der angeblich sich ja mit Knoten auskennt und gerne auf Booten ist. Oder stimmt das dann gar nicht? Knoten kann ich gut. Ja? Ich bin auf einem Boot aufgewachsen. Also wir haben, mein Vater war ein Segler von dem Herrn und ich bin, als Kind waren wir jedes Wochenende auf dem Boot. Also in der Saison, also wann ist Ansegeln, so Ostern oder so. Und dann bis in den Herbst rein. Also das ist schon Oberweser Segelverein, das kenne ich alles. Ich kenne auch dann die Strecke nach Seefest. Bremerhaven. Okay, und, Moment, ja, jetzt hängen unsere Angeln hier zusammen. Seefest bin ich überhaupt nicht. Ich war immer seekrank auf der Nordsee, immer seekrank. Und das hat Ihr Vater Ihnen trotzdem dann zugemutet? Naja, so, warte, ich war ja nicht der Einzige. Wir waren ja eigentlich außer ihm fast alle seekrank. Also wenn man ehrlich ist. Und wenn Sie dann nach Helgoland segeln, oh ganz Gott, ehrlich, das ist ja Scheiß, furchtbar. Das dauert 8 oder 10 Stunden oder 6 oder was, ich keine Ahnung. Eigentlich dauert es ewig. Ja. Und Sie haben immer nur Reihen an der Reling gestanden, oder? Nein, mal unter Deck gelegen. Oh. Man will eigentlich nur noch sterben. Aber in dem Moment, wo man an Land kommt, ist alles vergessen. Ganz komisch. Und Helgoland ist gar nicht so schlecht, um da Urlaub zu machen. Lieber Herr Regner, jetzt. Warum ich das sage? Ich bin seit 50 Jahren nicht mehr da gewesen. Sie erzählen. Bester gewesen. Okay, jetzt ist ein ganz einfaches Spiel, ja? Wir müssen die Enten angeln und unter einem ist ein Gewinn für Sie und unter dem anderen sind Knoten, die Sie dann hier knoten müssen. Okay. Okay, soll ich auch eine... Kreuzknoten? Kreuzknoten, warte, hier. Muss ich sofort oder kann ich erstmal die... Nee, warte, nee, nicht so schnell. Schotsteg. Ja, warte, ja, kann ich auch. Kreuzknoten. Nein, warte, erst den Knoten. Warte. Hey, Kreuzknoten, das ja warte, das kann ich auch das noch. Ich ja habe auch noch das meinen. Das ist ja nur keine Quantenphysik, ne? Also, nee, warte. Sorry mal. Also hier, so. Das ist einfach. Check. Kriegen wir hin, ne? Habe ich auch. Das ist ein sogenannter. Nein, das ist kein Kreuzknoten. Da, doch, no, natürlich, das ist, nein, meine ist der richtige. Das ist eben nicht der richtige, weil der slippt durch. Der hält nicht. Warte. Moment, nicht so streng die jetzt. Wir müssen auf dir. Derselben Seite da rauskommen, okay. Die aus verschiedenen Seiten rauskommen. Okay, warte. Ja? Nein, nein, eben nicht. Andersrum. Andersrum. So rum. Genau. Nein. Den jetzt dann rum. So. Ach so. Dann der ist muss das, genau. Dann ist das ein Kreuzknoten. Ja, richtig. Dankeschön, Herr Regner. So, ein Kreuzknoten. Jo. Okay, was war der andere? Kreuzknoten haben wir. Einfach. Warte, es gibt doch. Schotsteg. Oh, nee, warte, das ist. Das, Schotsteg das, muss ich auch jetzt können machen. Können Sie mal was? Eben die Ente festhalten, weil das ist, muss eigentlich Sven ziehen. Dankeschön. Ich glaube, der geht so, nicht der Schotsteg. Welcher ist das? Schotsteg ist dieser hier. Das weiß ich jetzt nicht. Ist das der, wo der durch den Teig ja, muss und dann oben reinkommt? Der geht dann durch. So, das ist hier, warte, das Moment, ist das ist der. Der muss hier rum. Dann muss der da oben rein und wieder raus. Das sind Manila-Tampen, die riechen so schön. Ja, das sind noch echte. Also ist das. Das ist kein Schotsteg. Aber das ist einer. Ich wollte einfach. Okay, eine noch. Also, wenn schon, denn schon. Was ist das denn hier? Sie sind ja total also, fit. Das hat der Papa aber ganz gut gemacht, oder? Ja, ich habe ja, das ist ja, auf jeden Fall. Ist das hier nachsitzen? Nimm mal das da. Ja, ja. Aha. Oh, die ist, jetzt liegt die auch. Ja, man kann Gewinn drin ist. Ja, die da habe ich jetzt aber was gewonnen. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Jetzt zwei Stunden kostenlos WK-Bike fahren. Weser-Kurier hat jetzt E-Bike, 2 Stunden. Ich habe eins ausgeliehen, das steht da draußen. Vom Weser-Kurier? Vom Weser-Kurier? Ja, mit so einem bin ich gekommen. Mensch, das ist ein Gast. Da lade ich Sie doch zu ein. Das war das Einzige, was am Bahnhof frei war. Aber jetzt nochmal hier eine kostenlose Rundfahrt. Die Typen von Call a Bike ja, haben meine Registrierung nicht angenommen. Wo ist denn der Trompetenente? Okay, Trompetenknoten.
Zeig mal her. Nee, steht Palstick drauf. Ich weiß nicht, wo die ist. Die lange Trompete könnte ich auch machen, aber das machen wir. Moment, da brauchen wir das lange Seil. Palstick ist ganz einfach. Das sieht man so hier, ne? Machst du so. Einmal Applaus, so schnell, wie Sie das können. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist. Ich glaube, mit Ihnen würde ich mich auch aufs Boot trauen, aber mir wird auch immer schlecht. Dafür reicht's. Also, aber der Palstick ist auch der banalste aller Knoten. Das, das sieht immer aus, als wäre man ein bisschen lange, Suizid gefährdet. Die lange Trompeten, dann wollen Sie auch das lange Kabel finden. Nein, für den Trompeten brauchen Sie das lange. Genau, das ist das lange. Die lange Trompete. Der Trompeter macht den Trompetenknoten. Lange Trompete ist ein Verkürzungsknoten. Der geht so. Damit verkürzt man einfach nur die Leine. Ja. Oder gilt das nicht auch, wenn die gerissen ist? Oder nur nein, zum Verkürzen? Nein, das ist nicht zum Flicken. Das ist, um die Leine zu kürzen. Ja, so. Sven Regner, einfach ein Mann, der sich den Knoten auskennt. Wenn die aber dann losgelassen wird, dann löst sich der von selber wieder auf. Ja. Wahnsinn, das ist ja schon ein bisschen Magic Mystery. Ja. Unser letzter Gast war Arndt Zeigler. Mhm. Und der hat eine Frage für Sie. Das können Sie, wenn wir uns jetzt kurz eindrehen, auf dem Monitor sehen. Ja, das fusselt ein bisschen, weil das Naturseil ist. Das ist Manila. Ja. Das ist ganz, das riecht ganz toll. Wollen Sie einen mit nach Hause nehmen? Müssen Sie mal dran riechen. Ja, habe ich schon. Das ist spitze. So, jetzt ist die Frage von Arndt Zeigler an Sie. Hallo, lieber Sven. Ich wohne im Steintorviertel in Bremen. Und es gibt einen Song von dir, immer da, wo du bist, bin ich nie. In dem unter anderem das Schreckensszenario vorkommt, das jeder Mensch kennt, der im Steintor Fahrrad fahren muss, nämlich dass man mit dem Fahrrad in die Rillen kommt, gezogen für die Straßenbahn, wie du singst. Und ich persönlich habe tatsächlich die Schrulle entwickelt, dass ich diese Gegend ganz häufig mit dem Fahrrad befahre und es nie machen kann, ohne deinen Song im Ohr zu haben und ohne genau diese Textzeilen mit dem gezogen für die Straßenbahn im Kopf zu haben. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass du den Menschen im Steintor mit diesem Song wirklich ein Fahrradfahrer-Denkmal gesetzt hast, was die Menschen wahrscheinlich nie loslassen wird, die dort im Viertel Fahrrad fahren. Ist das ein schönes Gefühl? Fragezeichen. Viel Text für eine kurze Frage. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch in Hannover und in Halle ein Viertel, das Steintor heißt, und auch da fahren Straßenbahnen. Wir meinen jetzt aber das Bremer Viertel, ja, ist ja klar. Das Tolle ist, dass dieser Song für auch drei Viertel gilt. Ja, also, das ist natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Steintor. Aber natürlich, das ist, war auch mal. Das ist mal so eine Sache, wo die Kunst dem Leben folgt. Ich habe das selber in meinen jungen Jahren ausprobiert. Ist, wenn man mit dem Fahrrad im Steintor in die Rillen kommt. Aber ich habe es nicht freiwillig getan. Ja. Schmerzt es noch heute? Schmerzt nicht mehr. Das Komische ist ja, dass man da damals, wenn man so jung war und vom Fahrrad fiel, dass das einem echt nichts, dass man einem echt nichts passiert ist. Ja. Wie oft ich vom Fahrrad gefallen, also wie oft ich mit dem Fahrrad hingefallen bin. Also auch so nicht aufgepasst, irgendwo gegengefahren, so. Und einfach zu früh sich von den Schiffsrädern vielleicht verabschiedet. Nee, aber nie was passiert. Das war irgendwie ganz toll, ja. Aber ich, vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Vielleicht sollte ich auch da auch keinen Helm und so. Tragen Sie heute Helm? Ja, natürlich, klar. Jetzt wirklich? Ja, jetzt heute hier nicht, weil es beim Weserkurierbike gibt es ja keinen Helm dazu. Ne? Das wäre vielleicht nochmal eine Anregung. Also, aber. Lieber Sven Regner, ich glaube, wir haben heute Glück gehabt, weil Sie unser Gast waren im Weserstrand. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Kommen Sie sicher mit dem E-Bike zurück? Ja, das war nein, es ist kein E-Bike, ne? Also ich meine, diese WK-Bikes, das sind nicht richtige, man muss noch richtig treten. Es gibt welche mit normale, es gibt, glaube ich, mit E und es gibt auch welche mit Lastendings da. Ja. Also ich habe nur so ein ganz normales. Nur um das mal klar zu machen, also das ist so. Sie strampeln doch selbst. Nein, E-Bikes sind nicht ungefährlich, wenn man keinen Helm hat, weil die sind so schnell. Ja, das stimmt. Ich kann so schnell nicht mehr fahren. Nachts sehe ich das nicht mehr so gut. Ja, auch ein Sven Regner wird älter. Ja, das war aber von vornherein eingepreist. Also ist ja das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Band so lange existieren konnte, weil wir nie so sehr auf die Jugendlichkeit gesetzt haben. Ja, das stimmt. Ne? Also das stimmt, das kann man nicht sagen, dass Sie da dem Jugendwahn verfallen sind. Das ist aber auch sehr beruhigend. Herzlichen Dank, Sven Regner, ja, unser Gast im Weserstrandtalk. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich beim Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Wir bedanken uns beim Publikum. Nachschauen kann man das natürlich alles bei YouTube und bei Weserkurier, alles online. Und wir empfehlen natürlich Glitterschnitter, ne? Aktuellen Roman von Sven Regner. Lesen. Kann man empfehlen, ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao.